Servus, ich bin der Felix. Ich bin der Robin. Ja, wir haben uns jetzt einmal miteinander getroffen, um hier ein paar Nächte an einem kleinen Privatsee zu verbringen. Ja, der Ron und ich werden euch unsere Taktiken und Techniken mal ein bisschen näher bringen, euch zeigen, wie wir an diesem Gewässer fischen. Und hoffentlich präsentieren wir euch dann im Laufe des Videos noch ein paar schöne Fische. Das hoffen wir definitiv. Ja. Moin Leute, das ist der erste Fisch von der Nacht. Der hat auf unseren neuen Prototypen gebissen von Fishing Maniacs. Hat 16,5 Kilo gegen 3:30 mit einem Full One. Hat uns aus dem Bett rausgeholt. Tja, auf jeden Fall ein wunderschöner Fisch. Riesenkopf, ein Riesenkreuz. Ja, in der schönen abendlichen Atmosphäre habe ich jetzt meinen ersten Biss verbuchen können. Richtig schöner Vollrun. Wurden vor einer Stunde, glaube ich, gelegt. Schauen wir mal, dass wir den Kämpfer an der anderen Seite rauskriegen. Scheiße! Bist du dabei oder was? Ach komm. Das gibt's doch nicht! Moin Moin! Das ist der zweite Fisch der Session. Mit früh um 7 Uhr. Früh ran wieder. Diesmal auf unseren Grillboilie. Fisch hat gute 14 Kilo. Schönen Kampf abgeliefert. Ja, halt ihn direkt an. Ja, jetzt ist das Ende unserer Session fast angebrochen. Wir nehmen uns jetzt nur die Zeit und zeigen euch unsere Montagen, mit denen wir so gefischt haben. Ganz simpel, Safety Clip Montage. Mit einem ummantelten Vorfach. Drauf einen Longshank von LCR Tackle. Größe 4. Mit einem Derrick. Hoffe, man sieht's. Darauf dann einen kleinen Schneemann, 16er Boilie mit 10, 12er Pop-Up oben drüber als kleinen Eyecatcher. Die erste Nacht hatten wir beide unsere Prototypen drauf, unsere neuen. In der zweiten Nacht hatten wir Tasty Nuts und Grill drauf. Der Grill hat einen Fisch gebracht. Tasty Nuts leider nicht gehakt, zwei Läufe, kann man nichts ändern. Ja, bei mir war es auf Tasty Nuts gestern bloß der Krautbatzen. Am Anfang habe ich gedacht, das ist ein recht guter Fisch. Und da war es eben bloß das Bündel Kraut. Genau, ich fische mit einem Blowback Rig. Da habe ich jetzt gerade einen geformten Tasty Nuts oben mit einem weißen 10 mm Poppy mit Buttersäuregeschmack. Und auf der anderen Röten habe ich so ein Hinged Stiff Rig mit einem 40er Bellarang GLM Prototypen
und dann noch ein 20er Poppy drüber. Das sind jetzt unsere Grillboilies. Arbeiten wunderbar im Wasser, mit wunderbarer Konsistenz. Sind sehr weich. Die schlagen auf jeden Fall so gut wie überall richtig gut ein. Sind auch Instant-Köder. Braucht man nicht viel vorfüttern, weil sie sehr gut arbeiten und halten sich auch locker 12 bis 15 Stunden am Haken, am Haar, ohne dass sie aufweichen und abfallen. Ja, selbes lasst sich über meine Tasty Nuts sagen. Sind von der Konsistenz her ähnlich wie die Grill. Sehr weich und gingen wirklich immer und überall.